Graz liegt im Herzen von Schwaben. Der Landkreis Günzburg, der auch den sogenannten schwäbischen Barockwinkel beheimatet, ist seit jeher von der Landwirtschaft geprägt. Seit Jahrhunderten sorgt die Land- und Forstwirtschaft für unseren Wohlstand und das herrliche Landschaftsbild mit über den Landkreis hinaus bekannten Kirchen und Bauten. Die Flüsse Günz, Kammel und Mindel, die zur Donau hinfließen, geben den Tälern im Landkreis ihren Namen und teilen ihn in landschaftlich reizvolle Regionen mit einem hohen Freizeit- und Erholungswert, aber auch einer vielfältigen Land- und Forstwirtschaft. Denn etwa ein Drittel des Landkreises ist von Wald bedeckt. Rund 1260 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in unserem mittelschwäbischen Landkreis. Die Bauernfamilien bewirtschaften im Durchschnitt eine Fläche von etwa 31 Hektar. Das entspricht ungefähr 44 Fußballfeldern. Davon werden ein Drittel als Dauergrünland und zwei Drittel als Ackerland genutzt, überwiegend für Winter- und Sommergetreide. Aus dem Getreide wird später Mehl und Malz, das zum Bierbrauen benötigt oder zu Tierfutter verarbeitet wird. Die Landwirtschaft bei uns im Landkreis ist überhaupt nicht auf dem absteigenden Ast. Ganz im Gegenteil, wir haben immer noch über 1200 Betriebe im Landkreis, die im Schnitt gute 30 Hektar bewirtschaften. Das ist in Relation sind es ungefähr 60 Fußballfelder, also ganz riesengroße Fläche, die von unseren Landwirten bewirtschaftet wird. Wir gestalten damit auch die Umgebung, wir gestalten die Umwelt. Wir sind einfach hier nur präsent und wollen das auch weiterhin sein. Der Strukturwandel hat jedoch auch vor unserem Landkreis nicht Halt gemacht. Gab es 1949 noch rund 5600 Bauernhöfe, sind es heute nur noch gut ein Fünftel davon. Diese werden zu einem größeren Teil im Nebenerwerb geführt. Mehr als die Hälfte dieser Betriebe hält Rinder und ungefähr jeder Achte betreibt Schweinezucht. Zudem gibt es im Landkreis rund 20 Geflügelhalter und 10 Höfe, die Pensionspferdehaltung anbieten. Aber auch etwas ungewöhnlichere landwirtschaftliche Nutztiere findet man unweit der Kreisstadt Günzburg. Im schwäbischen Donaumoos, nördlich von Leipheim, liegt eine der größten Straußenfarmen Deutschlands. Sie ist ein ca. 80 Hektar großer landwirtschaftlicher Ackerbaugrünlandbetrieb mit rund 400 bis 500 Küken und 30 Zuchtstraußen. Nur zwei Straußenzuchtpaare bildeten vor gut 10 Jahren den Grundstock für den heutigen Tierbestand. Alle Jungtiere werden in großzügig angelegten Gehegen auf dem Hof geboren und mit frischem Grünfutter aufgezogen. Das Futter stammt ausschließlich vom Betrieb selbst. Arzneimittel und Antibiotika kommen nur dann zum Einsatz, wenn ein Tier erkrankt ist. Im liebevoll eingerichteten Hofladen können Farmbesucher zudem Produkte der Strauße erwerben. Ob Eier, Wurst und Fleischwaren, Federn, Leder oder Erinnerungsstücke. Die Eier der Blauhalsstrauße sind ca. 1,5 bis 2 Kilo schwer und besitzen eine ca. 2 bis 3 mm dicke Schale. Ihr porzellanartiges Aussehen verdanken sie einer Schutzschicht, die sie vor dem Austrocknen während der Brut schützt. Rund 50 Eier legt eine Straußenhenne durchschnittlich pro Saison. Nach 42 Tagen schlüpfen die kleinen Küken selbstständig, indem sie mit Nacken und Beinen die harte Eierschale aufdrücken. Sie besitzen keinen sogenannten Eizahn wie anderes Geflügel. Straußeneier sind als mild aromatisch bekannt und reichen als Speiseei für eine ganze Großfamilie. Denn ein einziges Ei entspricht etwa 30 Hühnereiern. Frisch gestärkt kann es nach solch einem Frühstück beispielsweise weitergehen ins nahegelegene Legoland. Eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Bayerns. Auch für die in der Region um Günzburg ansässigen landwirtschaftlichen Betriebe bedeutete die Ansiedlung des Parks im Jahr 2002 eine Bereicherung. Denn einige Höfe haben sich auf die Beherbergung von Gästen spezialisiert oder bieten Urlaub auf dem Bauernhof. Ebenfalls über den Landkreis hinaus bekannt ist die Günzburger Firma OSI Food Solutions. Denn hier werden die bekannten Fleischpatties für McDonald's hergestellt. Rund 5 Millionen Stück entstehen pro Tag unter Einhaltung strenger Hygienestandards. Das sorgfältig kontrollierte Fleisch stammt dabei zu mehr als zwei Drittel von Rindern aus Süddeutschland.
Verkauft werden die bratfertigen Patties an über 1400 McDonald's-Restaurants in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. Aber auch das gibt es noch im Landkreis Günzburg. Eine kleine Dorfmolkerei, die sich auf die Herstellung und den Verkauf von regionalen Käseprodukten spezialisiert hat. Meinhard Gast, Käser und Molkereimeister in der vierten Generation, holt die Milch noch selbst bei den Milchbauern in Kötz und der nahen Umgebung ab. Im Jahr werden so rund 3 Millionen Liter Kuhmilch zu Hart-, Weich- und Frischkäse sowie zu Quark verarbeitet. Im Verkaufsladen direkt nebenan finden Kunden die vielfältige Auswahl regionaler Käse- und Milchprodukte, die nach wie vor von der Seniorchefin persönlich gekonnt und mit viel Freude angeboten wird. Einen modernen und für den Landkreis typischen Bauernhof bewirtschaftet das Ehepaar Göppel im südwestlich gelegenen Ort Waldstetten. Typisch ist hier die Kombination verschiedener Produktionszweige bzw. Standbeine. Neben einer rund 100 Hektar großen Ackerfläche setzen die Göppels auf die tiergerechte Haltung von Mastschweinen im neuen modernen Mastschweinestall. Und seit einigen Jahren auch die Produktion von Strom mit einer eigenen Biogasanlage. Diese drei Standbeine sind für einen Fortbestand des Betriebes im Haupterwerb notwendig, für den sich Familie Göppel ganz klar entschieden hat. Einen etwas anderen Betriebsschwerpunkt hat sich Michael Wiedemann auf dem Reschenberg oberhalb der zweitgrößten Landkreisstadt Krumbach erschlossen, die Vermehrung von Saatgetreide. Damit das geerntete Getreide als Saatgut verwendet werden kann, muss es aufwendig von fremden Samen gereinigt werden, wie solchen von Gräsern oder Unkräutern, aber auch von anderen Getreidearten. Hierzu durchläuft es ein Förderbänder- und Sieblabyrinth in der sogenannten Getreideaufbereitungsanlage. Dieser sogenannte Abputz wird zu Viehfutter verarbeitet oder findet seinen Einsatz als Winterfutter für Rehe und andere Wildtiere. Das gereinigte Saatgetreide selbst, das sogenannte zertifizierte Saatgut, wird in Säcke zu je 50 Kilogramm verpackt oder als lose Ware an Lagerhäuser und Landwirte verkauft, die es dann auf ihren Ackerflächen aussäen. Westlich von Krumbach liegt der Ort Breitental. Hier bewirtschaftet die Familie Lächeler einen Milchviehbetrieb mit rund 60 Hektar Grün- und Ackerland. Aber auch Gäste sind willkommen, im Bauernhofcafé mit Direktvermarktung oder in den Ferienwohnungen. Auch diese Betriebsart ist mittlerweile typisch für den Landkreis Günzburg. Um den Fortbestand des landwirtschaftlichen Betriebes zu sichern, musste sich die Familie vor einigen Jahren entscheiden, größerer Milchviehstall, in den Nebenerwerb wechseln oder sich weitere Standbeine schaffen, was den Landwirten gelungen ist. Und auch Kaffee- und Ladenprodukte haben sich etabliert und sorgen für Beschäftigung für die ganze Familie. Ein Beispiel, das betriebliche Sicherheit und neue Perspektiven schaffen kann. Für den Landkreis und ganz Schwaben. Welche Vielfalt an Erzeugnissen eine Region zu bieten hat, zeigt sich am deutlichsten auf den Wochenmärkten, wie hier auf dem samstäglichen Günzburger Bauernmarkt, in kleinen Geschäften oder kulinarischen Entdeckungsreisen. Kurze Wege und der direkte Kontakt zum Erzeuger garantieren höchste Qualität für gesunde und leckere Lebensmittel. Jede Region bietet dabei ihre ganz spezifischen Besonderheiten. Beim Einkauf sollte man besonders darauf achten, dass die Produkte aus der Region kommen, also aus unserem Landkreis oder aus unserem Freistaat Bayern. Unsere Milchprodukte schmecken sehr gut und sind auch frisch, weil sie ja eben aus der Region kommen. Und darum bin ich eben dafür, dass wir auch unsere Region durch den Einkauf unterstützen. Und trotz all der Arbeit, die Tag ein, Tag aus auf den Bauernhöfen zu erledigen ist, sind sich die Landwirte der Region einig. Es gibt keinen schöneren Beruf als den des Bauern oder der Bäuerin.